Hallo und herzlich willkommen im Sportsmann auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA Pro. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Doppelsieg am letzten Spieltag versuchen wir natürlich, das heute weiterzuführen. Wir sind zu Gast bei den Vancouver Canucks. Wir haben leider überhaupt keine Vorteile, bis auf ein paar auswärtige Fans, die wollen mit uns hier in die Halle angereist sind und für Stimmung sorgen werden. Dafür haben unsere Gastgeber die volle Unterstützung ihrer Fans auf ihrer Seite plus die kompletten Vorteile. Werbung in eigener Sache. Es gibt wieder eine Menge Projekte bei mir auf dem Kanal. Auch wieder sonntags immer nur eins on the road. Season 2 mit einem neuen Update. Wer Lust und Laune hat, kann mir am Sonntag vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn der HP im LKW sitzt. Wer auf LKW-Spiele steht, zum Beispiel auf ETS 2, der war beim Tracker-Andal auf dem Kanal hervorragend bedient, macht halt oldschool, macht halt oldschool-Projekte. Gibt aber einen Haufen Informationen her, wie das damals alles gelaufen ist. Links, was er hat, Mods, was er hat, verlinkt er in der Playlist und somit Werbung Ende und Spielbeginn. So, konzentriert bleiben jetzt. Mir würde ein Hätti wieder taugen. Elfter April, Aufnahmezeitpunkt 6:45 Uhr in der Früh. Falls das jemand interessiert, wie ich da aufnehme, sage ich gerne wieder zu. Gehen wir mal bei mir bei der Kanalinfo nachschauen, vielleicht schreibe ich Ihnen eine, wann welcher Projekt bei mir im Kanal läuft. Instagram mache ich so oder so Werbung für meine Projekte. Ich habe ja drei am Tag. Komm schon, komm schon. Nach vorne skippen. Jetzt machen wir es gerade, die haben wir mal was erwarten. Die Scheibe kommt ganz nah zu mir. Und das Tor auch. Da sind wir bei 112 Toren. Und bei 47 in der Season. Ah, bei 48, Entschuldigung. 47 haben wir das letzte Mal gehabt.
So, auf geht's. Top 10 Tore bin ich noch erster, das passt gut. Wir haben schon über die, wir haben schon die Hälfte passiert von der Season. Jetzt muss ich mich schon mit den Gedanken umfreunden. Was tue ich, wenn ich ein Stanley Cup bin? Bei Seattle bleiben, dass wir dreimal in Folge vielleicht gewinnen. Oder in die Division der Nashville wechseln. Und versuchen mit derner, wenn ich das Glück habe, nach Nashville zu kommen. Also mein erklärtes Ziel ist Nashville. Die Frage ist nur, sollte man Nashville auf Umwegen oder direkt kontaktieren? Meine lieben Sportsfreunde, das ist so mein Gedanke, der was man da findet. Bei mir wurde auch ein Kommentar zugetragen gestern am Sonntag. Also von heutigen Aufnahmezeitpunkt aus gesehen, mehr Gedanken soll ich mitteilen, was meine Projekte so umgehen. Oder in meine Projekte versuche umzusetzen. Ist natürlich gut, gell? Weil wenn sich da wer interessiert dafür. Und ich hoffe, dass derjenige jetzt hier schaut. Ich habe jetzt gerade einen Namen nicht bei mir. Immer fleißig kommentieren. Aber auch fleißig in die Videobeschreibung reinschauen. Vielleicht sind da mal ein paar interessante Links drin. Leider nicht. Ja, weil ich nur die Hoffnung, dass wenn ich bei einem anderen Team war, dass ich hinterher meine Nummer 19 kriege. Das ist mir nämlich meine absolute Glücksnummer. So. Oh, vielleicht werden wir auch getradet. Wäre ja auch möglich. Wenn wir zweimal einen Stanley Cup gewinnen, könnte ja sein, dass wir getradet werden auch, oder angepuckt werden. Ich weiß es nicht. Deswegen mache ich ja das Projekt, um sowas herauszufinden. Ich möchte mich frisch halten.
Also muss ich so denken, die Entwickler haben nämlich extrem viel Zeit in den Bier Promo gesteckt. Und ich möchte gerne wissen, wie viel Energie und Zeit das da reingesteckt haben. Was da noch kommt. Wirklich. Das Projekt wird wirklich laufen, bis ich mit den Spielern in Rente gehe. Egal, wie viel NHL da noch dazwischen liegt. Also, das ist halt wirklich Dauerprojekt werden. Jawohl! Der jeweils zweite Tor in diesem Spiel. Über 20 in der Season. Hervorragend. Ja, zweites Tor in diesem Spiel. Das ist jetzt 49. Tor sein in der Season. So, 315 Punkte gibt uns der Coachy. Spieltag 44. Bei 35 haben wir den letzten Fähigkeitspunkt gekriegt. Schade, man denkt, diesmal schafft man Heidi. Immer noch nicht. Aber da ist er. Da, Hattrick. Fünfzig Tore in dieser Season. Zack. Und drinnen ist er. Letzter Heidi am 29. Spieltag. Holt 51 Tore? Nein. Wie schon mal noch sei es. Balle, da i Balle.
So, dann gehen wir nach Ponskippen. Und einen weiteren Sieg mit 6:0. Na okay, 6:1 verbuchen. Zumindest ein Tor haben sie da angeschossen. Haben wir eins da mit 2 Assist. Kurz da Nummer 2 mit 3 Toren. Da ist der Eberle, der Star Nummer 1. Er hat nämlich 3 Tore, auch 2 Assist. Das heißt, wir haben 6 Tore, wir haben 4 Assist plus die 2 Punkte dazu. Dann waren wir bei 68 Punkten für die Division und für die Liga. Wir haben 3 Tore geschossen. Das heißt, die 73 waren wir auf 76 oben. Hervorragend. Passt. Hervorragend. And congratulations again, 50 goals in the season. You know, to this day, and it's always been revered as that magical mark, ever since Rocket Richard hit it how many years ago, and here we are even now after all these years, even in a different century, we still look to 50 as being a magical number in the National Hockey League. So congratulations on hitting 50. That's one time when you turn 50, that it's okay, right? Ja, physisch all right, still to come here so. On the show, we will hear... An der Physis müssen wir arbeiten. Nutzt uns alles nichts. Schuss war zwar wichtig und das andere, right, aber Physis zieht uns am meisten Das haut uns schon weit zusammen. The Kraken paired up with the Canucks. So, Seattle Toronto. Blasted their opponents with a big offensive output. With this one in the books, there's a few other final scores we'll get you caught up on at this time. Toronto zu Hause. What went down tonight on the ice? The Capitals were hoping to grab 2 points up against the Devils. Washington, too so, much to handle Tore on this und die geilsten Fans, was wir haben auf der Welt, bei uns und Toronto hat einen Angriff und die Verteidigung plus ein paar auseitige, ein paar Fans, die was hier zum Auswärtsspiel mitgefahren sind. So habe ich das gemeint. Ich habe jetzt bewusst nicht in die Listen reingeschaut, weil wir sind im Moment mit 68 die Ersten, also von denen her. Ich weiß, es war interessant jetzt gewesen. Aber ich habe es leider auch vergessen. Ist mir ja stets aufgefallen, ich wollte jetzt nicht nochmal zurückgehen. Deswegen sage ich das bewusst. Nein, es ist wirklich bewusst gewesen. Ich habe es zwar vergessen, weil ich mir unter dem Spiel denkt habe, weißt du was, scheiß drauf, schauen wir nicht nach. Weil wir sind eh Erster, aber. Wo ich dann gedacht habe, ah, hätte ich echt noch schauen können, gell? Weil es mich selber auch interessiert hätte. So. Ein bewusstes Vergessen, sagen wir so, passt das so. Ein bewusstes Vergessen. 45. Spieltag von 82. Was mir schon mal taugt ist, wir haben jetzt eigentlich gerade kleine Verletzungen gehabt, weil wir noch relativ jung sind da. Wir sind, kommen da noch nicht so die großen Verletzungen. Was glaube ich auch, wenn du jetzt das so hast, also ich bin 21, bin 21er, wo ich echt einmal dann aber wieder drauf Verletzungen gehabt habe, obwohl das ich glaube ich jung war. Mit meinen Spieler. Dass das dann wirklich auch, so wie ich es jetzt in Planung habe, das Projekt
irgendwann einmal das vorläufige Karriereende bedeuten könnte. Jetzt sind wir mit unseren Spielern noch jung, jetzt haben wir ja noch Potenzial. Jetzt sind wir dann nochmal 25, 26, gehen wir schon Richtung die 30 zu, wird das schon in der weniger werden. Das Potenzial gehen wir davor aus. Wenn man dann hier in der Karriere gegen 40 beginnt, ich glaube, dann ist es oft schon so, dass man echt einen Haufen gehört haben. Und das Karriereende dann bevorsteht. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt so lange in der Karriere drin, wie es gerade geht. Hätte mir zuerst mit 21 auch schon gedacht, aber Gott sei Dank habe ich mich für den 22 entschieden, dass ich da das Projekt mache. Lauf zur Bank. Ja, jetzt sind sie nicht mehr gegangen. Weil wenn du 0-0 scheint heiß her, jetzt geh auf Mais. Schon mal auf Seis. Im zweiten Drittel Euwe nun 0-0. Also kämpfen wir auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Das 51. Tor mag halt nicht kommen. Das gibt's ja nicht. Schöner Übergang, hat aber nichts genutzt.
Zwar zum was für Toronto. Jetzt braucht man das 51. Tor von mir. Oder was vom Eberli. Klavier nicht mehr. Ja, in der Nähe. Toronto ist ziemlich stark jetzt halt, im Moment. Nein, schafft man nicht, habe ich mir, das habe ich mir fast gedacht. Verlieren wir 1-2 nach einer 4er Siegesreihe. Dann bleiben wir bei 68 stehen. Tore, 26 Assists, 7 Kämpfe gewonnen, 1 Kampf verloren. Toronto wird dann alle 3 Stars haben. Gehen wir davor aus. Na, Seattle hat sogar einen mit einem Tor. Also haben wir 1 Star, 1 Tor, 0 Assist. Gut. Gut, gut, gut. Hey, no shortage of action and drama on the ice tonight. Let's take a look at what happened elsewhere. The Maple Leafs had an on-ice collision with the Kraken. Toronto powers this one out with a strong game in their own end. The Blackhawks faced off against the Flyers. Philadelphia terrorized the goalie with a monster offensive display. The Oilers were hoping to come up with 2 points on the road against the Golden Knights. Edmonton posts the win in a game that went back and forth all night. Lots more still to come, including the story in the MMA, the hardwood, and more. Stay with us. So, was wollen Sie jetzt mit der Pressekonferenz? Ja, okay. Machen wir das so, damit wir da fürs Team arbeiten. And look, for anybody that thought that was maybe just a one-hit wonder last season with what we saw from his game, wrong. Wrong, 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 wrong. He has been dynamite this season. He's carried that over. And consistency, like, that is the sign to me of a great player. It's not about bringing it, you know, once every 3, 4, 5 games. It's about bringing it every night over the course of the grind of the season, and he is showing that in consecutive years. That to me is a telling sign that he is a great player in this league. Let's get back to the phones. We've got Abby on line 3. Reden jetzt schon von den Playoffs, die wo es noch irgendwie noch
nur gute 40 Spiele voraus sind. Na passt, dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Was haben wir denn hier an Kohle? 282.000, passt gut. Startzentrale. The Kings went toe-to-toe on the road against the Blue Jackets. Columbus das heißt, Seattle hat es 68:59 gegenüber Vegas. The Blues had a tall order to fill as they tried to take voraus, two on the road against the Canucks. Vancouver torches the opposition with a big offensive mein output. Schluck auf. Dann haben wir 66:68 hier in der ganzen Liga gegen die Tampa Bay Lightnings. Wäre der kleine Konkurrenzkampf werden, bis wir in den Playoffs sind. So, schauen wir da auch noch gleich noch. 76. Der Eberle hat 56, 20 Punkte hinten noch. Wird nicht dramatisch werden. Ich glaube, wir werden da bis zum Schluss oft Topstorger bleiben. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war's für diese sportliche Folge wieder mal. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, sodass, wenn es hier aus BA Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache Feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.